Es sieht so aus, als scheint es tatsächlich Winter zu werden. Zumindest bewegen sich die Temperaturen morgen mal in Richtung der 0-Grad-Marke. Im Verhältnis zu den vergangenen Tagen beginnt die neue Woche relativ frisch. Das Thermometer zeigt nur noch einstellige Werte an. Es bleibt trocken. Nachts sind Temperaturen um den Gefrierpunkt zu erwarten. In den kommenden Tagen nimmt die Luft dann tatsächlich winterliche Werte an. Über 5 Grad schaffen es die Temperaturen nicht. Und in den Morgenstunden ist mit Frost zu rechnen. Dazu gibt es Sonne und Wolken im Wechsel. Der Blutdruck lässt sich von der aktuellen Wetterlage nicht aus der Bahn bringen. Auch neue Erkältungen sind unwahrscheinlich. Rheuma-Patienten müssen aber mit einer Verschlechterung ihrer Beschwerden rechnen.